So, ich bin ja seit neuestem begeisterter Assetto Corsa-Fahrer. Und zwar, ich will das oder ich verwende das als seriöses Fahrtraining. Ne? Ich fahre keine Rennen, sondern ich fahre mit einem relativ normalen Auto in der Regel auf der Nürburgring-Nordschleife. Ich muss dazu sagen, ich habe einen ziemlich modernen Computer, der ist echt gut. Und man sieht auch den Monitor, 50 Zoll, 4K. Das ist sensationell, deswegen muss ich dazu ein Video machen. Und zwar der Anlass ist eigentlich, dass ich mir jetzt endlich, und das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen, ein Force-Feedback-Lenkrad zugelegt habe. Das ist ein relativ billiges, aber es funktioniert und es ist besser als meine glorreichen alten Lenkräder. Das hier hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Das hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Natürlich ohne Feedback, Force-Feedback. Wichtig würde ich schon sagen, auch der Durchmesser des Lenkrades. Das ist auch wichtig. So, und das ist hier das Logitech G39 Force-Feedback, 29 Force-Feedback. Und es ist wirklich halt entsprechend des Preises entsprechend besser. So ist es nun mal. Hier sind die Pedalen. Ich komme gleich noch auf die Details dazu. Hier möchte ich noch was sagen. Hier, das ist meine, ja, meine Trainingsstation. Hier habe ich gleich einen Crosstrainer. Den habe ich primär, um den Stuhl zu stabilisieren, damit er nicht immer wegrutscht, ne? Weil man ja ganz schön in die Bremsen muss. Und das Geile ist, es ist ja schon ein bisschen anstrengend. Das Lenken geht in die Handgelenke und überhaupt, das ist unheimlich stressig und anstrengend, anspruchsvoll. Und dann trainiere ich. Ich fahre immer eine Runde Nürburgring, Nordschleife, und dann trainiere ich ein paar Minuten an dem Crosstrainer. Einfach, um die Muskulatur zu lockern und so. Das ist sinnvoll, also das ist geil. Gut, wie ich das befestigt habe, da habe ich auch so ein bisschen customized. Da gehe ich dann gleich drauf ein. Also hier, das ist hier der Computer, auf dem das läuft. Windows 7, das ist ein Ryzen 3700X. Läuft mit 4,2 GHz, 16 GB DDR4, läuft mit 3200 MHz. Eine Nvidia GTX 1070 mit 8 GB VRAM. Hier sind SSDs, da ist mein Linux und mein Flugsimulator drauf. Das Windows und Assetto Corsa läuft hier auf so einer alten Laptop-Festplatte. Ja, gut. Also, das Force-Feedback ist echt geil, aber man muss da echt sau viel beachten. Und hätte ich nicht gegoogelt, hätte ich das niemals gescheit einstellen können. Gut, jetzt erstmal meine speziellen Sachen. Also hier sind die Pedalen. Die sind schon sehr schwer, das ganze System ist sehr schwer, also sind sehr schwer, aber es rutscht trotzdem. Vor allen Dingen in der Mitte die Bremse, die ist knallhart. Also natürlich kann man das auch einstellen, aber ich finde es gar nicht schlecht wie in echt. Das ist also nicht linear, ne? Sondern progressiv. Ne? Also das simuliert, es geht ja darum, das echte Fahren so gut es geht zu simulieren. Und da man da unheimlich fest reindrücken muss, obwohl das Ding schwer ist und eigentlich ganz gut haftet, habe ich da hinten nochmal so mit Panzertape so eine Barriere, damit es stabilisiert wird, damit es nicht wegrutscht. Ne? Das muss sein, es geht nicht anders. Ist auch zu empfehlen. Des Weiteren habe ich hier das Ding so ein bisschen gedämpft. Also auf der Auflagefläche und an den Halteklammern habe ich einfach so dickes Tape drüber gemacht, weil hier auf der Glasplatte, das vibriert doch ganz schön und das ist ein bisschen unangenehm. Das gibt blöde Geräusche und dieses komische Vibrieren und so, das ist nicht so ideal. Also so ein bisschen gedämpft. Ja, hier noch zu der Hardware, wie gesagt, einen fetten 50 Zoll 4K Monitor. Das Spiel läuft in 4K. Gut, jetzt noch mal was ganz Wichtiges. Also, ich wusste in der Beschreibung, hieß es kompatibel mit PC mit zusätzlicher Software, mit Gaming-Software. Gut, okay, wunderbar.
habe ich das Ding einfach mal angeschlossen und losgelegt. Und es hat auch funktioniert, ohne diese Gaming-Software. Ja, also Bremsen, Gas, Lenkung hat funktioniert. Nur ich habe mich gewundert, es ist ja im Grunde genommen so wie bei einem normalen Lenkrad. Ja, also da war halt so, das Force Feedback hat halt nicht funktioniert. Also im Internet auf der Logitech-Seite den Treiber. Also man braucht praktisch zwei Treiber für das Lenkrad. Das Spiel selbst hat auch eine Art Treiber, aber man muss noch zusätzlich den Original Logitech Treiber installieren, damit das Force Feedback funktioniert. Im Übrigen, das fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Das ist irgendwie Leder. Also es hat einen größeren Durchmesser etwas, also das war ja hier ganz katastrophal. Ich muss dazu sagen, das lag daran, dass man braucht echt, damit das realistisch ist, einen guten PC, ne? Also mit Power. Guten PC, gute Grafik und so weiter. Da habe ich doch auch, das lohnt sich nicht. Also da habe ich doch mal so, Rennspiele habe ich früher nur ganz selten gespielt. Immer nur Flugsimulator. Aber mittlerweile ist es so geil. Ich meine, alle Formel 1 Rennteams haben Simulatoren mittlerweile. Ne? Es gibt eigene, es gibt Formel 1 Profis, die sind ausschließlich Simulatorfahrer. Ne? Das ist schon sagenhaft. Also deswegen mache ich das Video, weil das ist, ich finde das sensationell, was da heute möglich ist. Ja? Das ist wirklich irre. Gut, also den Treiber installiert und Potsblitz. Dann ging was. Ne? Das hat gerappelt und ein Eigenleben geführt. Ja? Das Lenkrad, da kam plötzlich Feedback. Und ich muss dazu sagen, dass das Fahren unheimlich verbessert hat. Man hat mehr Input einfach. Ne? Jetzt unabhängig davon, dass reale Bewegungen eines Lenkrades imitiert werden. Einfach, man hat mehr Anhaltspunkte, man hat mehr Feedback und das verbessert einfach die Fahrerei. Ne? Das ist einfach Fakt. Gut, dann ist es so, in dem Spiel gibt es eine Menge Einstellungen und da ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass man da die optimalen, wie bei vielen Sachen, die Einstellungen, ne? Die Settings, die müssen stimmen. Das muss man individuell anpassen. Und das ist jetzt hier im Grunde genommen das Entscheidende. Und zwar hier im Menü Controller fortgeschritten. Das ist das Entscheidende. Und das sind hier meine Settings. Hier sind voreingestellte Profile. Da sehen die Settings aber ganz anders aus. Und mir hat das nicht so ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, in Foren wurde da gibt es einige Tutorials, wie man das am sinnvollsten, also es ist ja Wahnsinn, was es da für Profis gibt, das ist ja irre, also hätte ich nie gedacht. Also ich dachte, oh, ich kenne mich jetzt ganz gut aus, also ich bin jetzt vielleicht auf der Nordschleife ja, 60, 70 Runden gefahren und dachte, oh, ich weiß jetzt, wo es lang geht, Pustekuchen, da gibt es ja andere, die sind ja da, das sind ja professionelle Rennfahrer, kann man sagen, die auch am Auto alles Mögliche einstellen und so weiter, also sagen habt. Gut, okay, also wichtig war, im Logitech Treiber, also nicht im Spiel, so ziemlich alles ausschalten und vor allen Dingen ein Häkchen dran machen an der Einstellung, dass das Spiel, also die Anwendung, die Originaleinstellungen überschreiben darf. Ja, das ist wichtig. Weil im Spiel kann man eben viel mehr einstellen und ja, so muss es halt sein, so muss es halt gemacht werden. Gut, und der Gag war halt nach einigen Recherchen, das genau so einzustellen. Also alle Zusatzoptionen aus, alles aus, weil das eine künstliche Verstärkung ist, also Curb-Effekte, Straßeneffekte, Rutscheffekte, ABS-Effekte, wird künstlich verstärkt. Also entspricht da nicht mal der Realität, sondern soll dem Spielvergnügen oder der Unterhaltung dienen und der Sensation, aber entspricht nicht der realen Fahrphysik. Ja? Also alle diese Features, alles ausschalten auf Null, nur die Stärke des Force Feedback
Auf 100. Ich experimentiere jetzt gerade so ein bisschen. Ich habe es jetzt auf 120 gestellt. Für mich ist es ein bisschen besser. Vielleicht stelle ich es auch noch auf 140 oder was. Also das sind die idealen Settings aus meiner Sicht, die damit auch das Ding nicht so viel Terror macht. Ja? Weil das ist ja dieses Gerappel und Geknacke, das entspricht ja nicht so ganz der Realität. Was im Übrigen an dem Lenkrad echt klasse ist, das hat also 1000 Grad Lenkradius. Also man muss wirklich, man kann da mehrmals um die eigene Achse kurbeln sozusagen. Also die Ausschläge sind sehr, sehr weit. Gut, kann man einstellen natürlich, aber das ist halt viel präziser. Ne? Ich kann viel präziser lenken, wenn ich einen viel größeren Einschlag habe und den muss man auch benutzen. Also im Spiel benutze ich hier diese Ausschläge, ne? diese Winkel und man kann halt sehr, sehr feinfühlig steuern. Ne? Und das Geile ist wirklich, also ohne dieses Lenkrad, irgendwie war das besonders stressig. Also ich konnte nur praktisch eine Runde immer fahren, also so 10 Minuten, ne? Da war ich irgendwie fertig. Also körperlich und geistig echt ausgelaugt. Und irgendwie komisch mit dem Force Feedback, irgendwie ist das anders. Das ganze Spiel ist anders mit dem Force Feedback, ja. Ich weiß nicht warum, also das Gehirn, das hat mit dem Gehirn zu tun, ne? Das ist eine Gehirnsache. Und ich kann jetzt auch 2-3 Runden, ne? Es macht einfach mehr Spaß, aufregender. Irgendwie das Gehirn wird mehr irgendwie stimuliert oder so. Und dadurch kann man viel länger fahren. Also das ist echt faszinierend. Gut, also das ist echt geil mit dem Force Feedback. Und wie gesagt, auch wenn man alle Optionen ausschaltet, ist immer noch sehr gut, aber sanft und nicht so wild und einfach entspricht es so den realen Umständen. Ja? So, und jetzt mache ich noch eine kleine Testfahrt mit einem Fronttriebler 165 PS Alfa Romeo, um einfach mal ein bisschen, das ist jetzt hier halt abgefilmt vom Monitor. Vielleicht auch aus Copyright-Gründen oder so, ist vielleicht auch besser. Sieht in echt natürlich viel besser aus auf dem Bildschirm als jetzt in der Kamera. Ne? Gut, fahr ich mal los, mal sehen, wie es läuft. Ja, da ist auch so ein LED-Band für Drehzahl. Also ich muss sagen, ich bin gleich auf Anhieb, war ich 2 Sekunden schneller. Ne? Man sieht den viel größeren Lenkwinkel. Und das Force Feedback funktioniert auch ohne diese ganzen Fake-Features. Ja? Aber das ist sanfter, das ist, rattert nicht so, ist nicht so laut und vor allen Dingen ist auch nicht so schwer. Also ich muss echt sagen, mit so einem Force Feedback, der Begriff E-Sports, der trifft es ganz gut. Also das ist dermaßen anstrengend, auch die Lenkkräfte, also meine beiden Handgelenke, die merke ich ganz schön. Ne? Also mit den Settings ist es jetzt für mich die 4., 5. Runde. Also was ich auch gleich ein Problem hatte, das Schwanken um die Nullachse, ist auch weg. Das ist schon sagenhaft, also es ist einfach sagenhaft, das ist so fesselnd. Ich meine, ich bin jetzt seit über 30 Jahren, ist Computer eigentlich so meine Hauptbeschäftigung und es ist einfach sagenhaft, ja, also das ist sagenhaft. Wie gesagt, Assetto Corsa, ne? Also man muss dermaßen fest in die Bremsen, das ist echt anspruchsvoll.
Man muss, um die maximale Verzögerung zu haben, wirklich voll drauf. Deswegen muss man das auch stabilisieren, die Pedale. Die rutschen sonst weg, ne? Genauso wie der Sitz. Logischerweise, der rutscht dann nach hinten. Auch stabilisieren. Hier ist der Lenkeinschlag maximal. Upsala. Hier aus der Ecke, Wehrseifen, kann man so geil rausbeschleunigen. Also das geht dermaßen in die Arme, sagenhaft, also es ist echt Sport. Also ich will es vielleicht mal vergleichen, was ich, wie Segeln oder so, ja. Ich meine, Segeln ist jetzt auch nicht so anstrengend. Aber allein die Bremskraft, also Bremskraft, Lenkkraft, Konzentration, Anspannung. Also ich schwitze wie verrückt, ne? Wenn man das spielt über längere Zeit. Wie gesagt, ich fahre keine Rennen, ich mache Fahrtraining. Kein Renntraining. Und ich meine, es ist sowas Komplexes, wie ein Auto im Grenzbereich zu simulieren, ja, das ist doch sagenhaft, das ist ja sensationell. Und wie gesagt, mit dem AMD 3700X bin ich ziemlich vorne mit dabei, würde ich sagen, ne? Mit dem ganzen System. Und das ist sensationell, das wird, ich bin eh der Meinung, die Auswirkungen der Computertechnik, das ist noch in den Kinderschuhen. Also aus meiner Sicht, gerade mit dem technischen Fortschritt, das Internet und die Computer, die sind noch am Anfang. Das ist noch der Anfang, ja. Da ist noch so viel Potenzial. Das ist schon krass auf den Betonplatten, wie das Lenkrad schüttelt, ja, vibriert. Auch bei den Curbs, Bodenwellen, Antriebseinflüsse, Bremsen, ABS, das ist alles da, ne? Und es ist einfach durch den größeren Durchmesser und alles, also man ist schneller. Man ist einfach schneller als mit so einem Scheißlenkrad. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt hier eines der billigsten Force-Feedback. Ich will nicht wissen, was die teuren Dinger da, was die können. Also ich selbst bin vor vielen Jahren die Nordschleife insgesamt 15 Mal gefahren mit einem, mit einem Mietwagen. Also ich habe mir einen Mietwagen geholt und natürlich habe ich ihn gecrasht, ne? Im Harzenbach. Im Harzenbach gecrasht, war scheiße.
Ich bin aber überlegen, ich würde gerne mit meinem PKW auf der Nordschleife mal fahren, um einen Vergleich zu haben. Ne? Übrigens, gestern war wohl der letzte Tag, wo Touristenfahrten möglich waren. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich will mein Auto nicht riskieren. Also, ich weiß, wie es ist auf der Nordschleife. Nicht nur, dass es sau schwierig ist, sondern dass auch unheimlich viele Schnellere dich dann ständig überholen. Ja? Und das ist nicht ohne. Also, wenn du dann stehst in der Eifel und hast kein Auto mehr, das ist echt scheiße. Naja, gut, das ist ein anderes Thema. Also, auf jeden Fall, das Spiel ist geil mit dieser Hardware und es ist ein Muss, ein Force-Feedback-Lenkrad zu haben und das auch ordentlich einzustellen, ja. Die Kurve hier, die finde ich hochinteressant. Also das ist Sport, ja, das geht voll in die Arme. Was ich echt hasse, was ich immer mal hatte, wenn es um die Nulllage, wenn das wie oszilliert, sagen sie, also das Auto schwankt immer so ein bisschen hin und her. Das passiert manchmal. Das war hier nicht, dann hatte ich mal und jetzt ist es wieder weg. Das ist ein bisschen unangenehm. Vor allem bei schnellen Autos ist das echt unangenehm. Und generell, das ist sagenhaft, wie realistisch das ist, ja. Die Strecke ist lasergescannt. Also die haben exakt auch die Bodenwellen und alles, die Radien, die Höhenunterschiede. Gut, die Höhenunterschiede, die kommen bei dem Spiel, das ist immer so. Bei Computern, die Höhenunterschiede, ist schwierig. Also in Wirklichkeit sind die Höhenunterschiede viel brutaler. Das geht wohl nicht anders. So, mal gucken, die Rundenzeit. So, okay, das war eine Runde 9.19. 9.19, meine Bestzeit in dem Auto war 9.18. Ja, gut. Ja, saugeil. Also das ist saugeil und das ist echt, und boah, das geht in die Arme. Das ist irre. Okay. Ja gut, das war mal mein Selbst dazu. Ich bin jetzt kaputt, ich gehe jetzt an meine Kraftmaschine und macht 2-3 Minuten da. Gut, alles Gute Leute, ciao. Macht's gut, ciao. Bis nächstes Mal.